15:38 Uhr, zurück zu unserem Thema. Von mir liegt eine Einladung zur Ausstellung Passivhaus energiesparend bauen. Bis zum 27. Februar findet diese Ausstellung statt im Kulturzentrum Traunstein bei freien Eintritt. Und mein nächster Gesprächspartner hat auch mit diesem Thema sehr viel zu tun. Er ist Diplom-Ingenieur und heißt Michael Regnauer von der gleichnamigen Fertigbau Regnauer Firma. Ich sage ihm danke fürs Dasein. Schön, dass er bei mir ist. Ja, also Sie befassen sich mit dem Thema energetisch gut bauen auch schon seit vielen, vielen Jahren und auch mit dem Material Holz. Ja, also das Unternehmen Regnauer gibt es schon seit 85 Jahren und seit dieser Zeit Beschäftigung mit hochgedämmten Gebäuden, im Prinzip mit Holzbau. Und das ganze Thema ist in den letzten Jahren natürlich deutlich zugenommen. Wir bauen inzwischen auch fast oder viele, viele Passivhäuser. Und das Holzbau eignet sich besonders gut, natürlich diese Idee umzusetzen, denn es ist einfach eine gut gedämmte Hülle und bietet ganz angenehmes Raumklima. Mir kommt vor, dass viele Menschen noch ein bisschen Abstand nehmen, in allererster Linie gern mit Ziegel oder Beton bauen, Holz dann irgendwie als zwar einen sehr wunderbaren Baustoff sehen, aber einen, der vielleicht auch über die Jahrzehnte ein wenig mehr an Möglichkeiten verliert. Wie sehen Sie das Bauen mit Holz? Es gab es früher, es ist in den nordischen Staaten sehr verbreitet, jetzt bei uns eigentlich auch sehr beliebt. Wie sehen Sie es? Also Holzbau nimmt mehr und mehr zu, das sagen auch die statistischen Daten, denn die Möglichkeiten und die Technik ist einfach besser. Es ist so, dass ein Fertighaus von Regnauer eben in vorproduzierten Hallen mit industriellen Anlagen produziert werden und damit dadurch eine ganz andere Qualität liefert, nicht nur in der Herstellung, sondern eben auch dann später im Unterhalt, denn die hochwertigen Materialien, gerade beim Passivhaus, eben auch die gute Hülle, führt dazu mit der entsprechenden Technik, dass der Unterhalt auch klein ist und dieses Haus viele, viele Jahre hier den Nutzen für den Kunden bringt. Wir haben bereits Gutachten über 100 Jahre, die es bestätigen von wissenschaftlicher Seite, so dass man sagen kann, ein Holz hat auf jeden Fall die richtige Entscheidung für die Zukunft. Denn Nachhaltigkeit und auch Wiederverkauf ist natürlich entscheidend. Wir kennen das bei der Mietimmobilie. Auch dort wird heute auf die Nebenkosten geschaut und gerade hier sozusagen ist der Vorteil eines hochgedämmten Hauses. Wenn man sich einmal beraten lassen möchte, und ich denke dann doch, dass jede Beratung eine sehr individuelle ist, ist es doch auch so, dass jeder dort abzuholen ist, wo er gerade steht, wo er gewohnt hat bisher, was er so für Ideen selbst auch mitbringt, was er für finanzielle Möglichkeiten hat, wie das Grundstück beschaffen ist und vieles, vieles mehr. Dann wird es wahrscheinlich sehr vernünftig sein, er sucht das persönliche Gespräch. Richtig. Regnauer hat eben auch eigene Architekten, die genau dieses umsetzen, genau diese Wünsche abfragen. Es ist heute so, dass überwiegend individuell gebaut wird. Das bedeutet, dass wir zwar auf typisierten Häusern aufsetzen, dass aber gerade hier mit seriellen Teilen gearbeitet wird, aber ganz individuell. Und dazu haben wir auch eben hier in der Region in Seebruck am Chiemsee zwei Musterhäuser stehen mit Beratungszentren, die auch Samstag, Sonntag geöffnet sind, um hier sich persönlich zu beraten lassen. Oder man kommt ganz einfach zu dieser Ausstellung Passivhaus bis zum 27. Februar in Traunstein. Wie seid ihr dort positioniert? Auch dort sind wir vertreten mit einer kleinen Präsentation und auch am Wochenende immer besetzt. Und ich würde sagen, auch die individuellen Fragen gleich mitbringen, denn die sind ja dann auch die entscheidenden in der Umsetzung. Es gäbe auch eine Homepage unter? Auch richtig, www.regnauer.de.